Buschmann und Manni Brück. Manchmal sitzt du ja wie hoch im Storchennest, aber wir sind so richtig schön nah dran und wir hoffen, das wirkt sich auch auf den Kommentar aus. Ja, das sind fantastische Plätze, also das macht richtig Spaß. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Achtung, jetzt und Tor! Nageln Sie mich nicht fest, liebe Zuschauer, aber ich glaube, das ist der schnellste Treffer bisher in dieser Saison. Auch auf den Flügeln musst du die Zweikämpfe gewinnen. Ja, es gibt einen Wurf. Da bringt er den Fuß noch dazwischen. Kann er sich den Ball holen? An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Spielt sich herrlich frei. Und er hat es alleine versucht, aber er ist gescheitert. Mal geklärt. Jetzt greift er ihn an. Und Eckball gibt's. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Klasse gelöst die Situation. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Und jetzt ins Tor. Es geht. Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Stark gemacht. Achtung! Den Ball, den kannst du eigentlich gar nicht halten. Ja, überragend gemacht. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Sehr schön. Aber jetzt muss das Ding nach vorne. Aber
kann den Ball nicht festhalten. Er schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl Abseits. Und wieder so eine knappe Abseitsentscheidung. Muss man noch mal genauer hinschauen? Ach, kaum zu entscheiden. Und nun Bobadilla. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Und nun Bobadilla. Was für ein Pass! Guck mal hin! Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Und das macht er richtig gut. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Jetzt holt sich... Und jetzt! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Immer weiter nach vorne in diesem Fall. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, da kämpft er weit draußen und hat den Ball. Vollner. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Vollner. Und nun Bobadilla. Risiko! Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst. Abseits. Oh, da müssen wir noch mal hinschauen. Hoppala, hoppala. Eine ganz, ganz enge Geschichte. Da geht es um Zentimeter. 1:0 zur Pause. Knappe Führung. Alles noch sehr, sehr wackelig. Weggefallen ist sie, die Abtastphase, was immer das sein mag. Ein schnelles Tor, das war der Pep in diesem Spiel. Ja, und das macht natürlich die breite Brust, das ist ganz klar. Wenn du das frühe Ding machst, dann trittst du ganz anders auf. Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Es sei die Frage. Jetzt schießt er und oh, da ist noch alles drin. Vollner. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das.
Janka. Vollner. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Klare Sache, Einwurf. Der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt noch mal aus. Und nun Bobadilla. Ein Traumpass. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Und nun Bobadilla. Vollner. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Und der kommt genau an. Super Pass. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke. Aber dieser Vorsprung, der ist ja kaum zu verspielen. Altintop. Ja, das könnte was werden. Ja, der Schiri überlegt noch kurz. Und wieder gehalten. Der Mann ist in einer fantastischen Form. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind in dieser zweiten Halbzeit. Trotzdem, es ist so ähnlich wie beim Pokern. Zwei neue sollen den Sieg bringen. Und per Kopf. Und er lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Nochmal Ecke. Da freut sich der Trainer. Jetzt zieht er ab. Mit dem Tor hat er sich für die nächste Partie, und zwar für die Standformation, empfohlen. Der Eckball ist schon schön, aber das Tor hier, das ist noch schön. Du musst dir den Ball überall schnappen, jetzt auf der Außenbahn. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Und nun Bobadilla. Jetzt ist er vorbei. Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der Sonnending schon hält, was willst du dann noch machen? Der Spieler legt sich den Ball zur Ecke zurecht. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Altintop. Das wird ganz.
ganz gefährlich. Achtung! Oh, ist das ein Nervenspiel. Ja, aber den hätte selbst der Busfahrer gemacht. Sie liegen in Führung, aber es gibt noch mal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Sicher in der Ballbehandlung. Jetzt eine gute Flanke. Schuss und da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Einwurf. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Zwei Kampfsieger auf der Außenbahn. Ott erholt sich da draußen den Ball. Geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Muss Einwurf geben. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Drei Tore für die einen, keins für die anderen. 3:0 das Endergebnis. Ganz früh hat es heute gerappelt im Karton. War es das schon? Ja, also so wie sich das, ich meine, nachher ist man immer schlauer, aber wie sich das im Nachhinein wirklich darstellt, war damit schon der Willen des Gegners gebrochen. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manny Breukmann. Bis bald. Tschüss.